Eine gigantische Technik schafft es immer höher hinaus. Stützen, Lenkrollen, ganze Batterien an geheimnisvollen Rädern. Richard Kohler geht förmlich auf in dieser verborgenen Welt. Jedes schwarze Rädchen dreht sich um ein paar Zehntel Geschwindigkeit langsamer. Das Geheimnis des Stationsbeschleunigers. Ich bin voll begeistert. Ja, er ist voll begeistert von der faszinierenden Technik. Da sehen Sie jetzt hier wieder. Nicht das Teil. Die verladebereiten Pakete reisen in die Berge. Europa, Kanada, Asien. Jede Stütze, jede Rollenbatterie hat schon jetzt ihren Platz, wo sie sich anschmiegen wird an die Topografie der Natur. Auch wenn es noch aussieht wie ein wildes Puzzle. Das ist verkehrt. Jetzt müssen wir jetzt umdrehen. Das ist der Fuß und da ist der Kopf. Österreich. Am Firmeneingang pendelt lautlos der Prototyp. Einer technischen Errungenschaft mit einer spannenden Lebensgeschichte. Der Skilift. Eine Erfindung, die darauf ausgelegt ist, dass sie niemand beachtet. Dabei schafft sie, wovon die Menschheit immer geträumt hat, sich der Erdanziehungskraft zu widersetzen. Die Seilbahn schenkt wie selbstverständlich Leichtigkeit für Skifahrer und Glückseligkeit für eine Handvoll Macher. Wenn man sie einbaut und sie funktioniert das erste Mal, da leuchten einem in die Augen. Da schlägt das Seilbahnerherz. Manfred Heidacher würdigt als Betriebsleiter jeden Tag neu, welch ausgefeilte Technik seine Anlagen am Laufen hält. Das ist Leidenschaft. Also Seilbahner ist ein Beruf, den macht man als Leidenschaft oder gar nicht. Der Mann in der Zürcher Gondel ist einfach glücklich über seine Arbeit. Die Sturm- und Drangzeit, das sind mit den beiden Sektionen zusammen um die 13.000, 14.000 Leute pro Tag. Und immer wieder aufs Neue fasziniert ihn die Leistungskraft seiner Liftanlagen heute. 14.000 Menschen schweben an einem vermeintlich so dünnen Seil hoch zu den Arlbergpisten, passieren riesige Bahnhöfe. Nur wenige werfen den Blick hinauf in die filigrane Schienen- und Rollenwelt, die hier alles geräuschlos, ja fast nebensächlich zu bewegen scheint. Alle haben die weiße Welt im Sinn. Aber die Abfahrt ist wichtiger. Sicherlich ist es irgendwo wichtig, aber wir nehmen jeden Lift, um nicht raufsteigen zu müssen. Also ja. Hauptsache, es funktioniert, ne? Die Gondel und der Schlepplift. Und ist bequem. Und das ist es hier. Das ist sehr schön hier. Aber wem haben Sie die sorglose Abfahrt zu verdanken? Welche Tüfteleien stecken im Skilift? Es war doch nicht immer so bequem. Wir haben alles noch richtig lange Schlepplifte und alles noch mitgemacht. Es war eisekalt, weil es meistens in Winterferien war. Und ich freue mich sehr, dass es heute andere Lifte gibt. Schnell gleitende Kabinen, Sitzheizung, Sonnenschutz. Moderne Architektur, die mit den Bergen im Schnee versinkt. Hightech für Millionen, die jener Einsamkeit nachspüren, die schon vor 120 Jahren Menschen dazu brachte, sich Bretter unter die Füße zu schnallen. Das 19. Jahrhundert geht zu Ende. Die Burschen in den Bergen haben sich Skier zugelegt. So nennen sie ihre Neuheit aus Norwegen. Etwas für Waghalsige. General Hindenburg, stand in der Zeitung, hat schon die ersten Soldaten mit den Brettern ausgestattet. Das Hochstapfen ist freilich anstrengender ohne Schneeschuhe. Dafür aber können sie gleich viel schneller die Hänge runterrutschen als mit den geflochtenen Stapfhilfen. Von dem Spaß auf Brettern hört auch der Wirt des Schneckenhofs.
Hier in den Hochschwarzwald kommen viele Gäste. Der Gasthof in der Schneeecke, die ihm seinen Namen gab, liegt zwar weit ab, aber Inhaber Robert Winterhalder weiß, was in der Welt passiert. Seine Geschwister reisen viel. Der eine ist Uhrmacher in England, der andere baut in Chicago. Und er, Robert, ist nicht auf den Kopf gefallen. Die neue Schwarzwaldbahn bringt immer mehr Touristen. Skiurlaub, das heißt raufkraxeln und runtersausen. Der Feldberg macht von sich reden. Aber Schollach bei Neustadt liegt abseits und der mühsame Aufstieg ist nichts für die Kundschaft von Robert Winterhalder. Seine Stammgäste sind Asthmakranke aus dem Ruhrgebiet. Dabei hat er direkt vor dem Frühstückszimmer einen so einladenden Hügel. Robert Winterhalder ist geschäftstüchtig und Freund des Fortschritts. Er wird als erster weit und breit einen Fernsprecher haben. Jetzt aber tüftelt er aus, wie auch seine kurzatmigen Gäste Skifahren erleben können. Die eine sagt, er war ein Genie. Da gibt es wieder andere, die sagen, das war der letzte Depp. Da war er zu blöd, dass er von seiner Erfindung was gemacht hat. Seine geniale Erfindung. Hier auf dem Dachboden der Scheune sind noch Überreste davon zu sehen. Unsere Rad ist kaputt, das hätten wir zu. Meine Frau ist da mal mit dem Heukran dagegen gefahren. Und das ist jetzt das Obergeschoss vom Haus. Hier oben. Schwungräder und Riemen, die seine Dreschmaschine angetrieben haben, zum Schroten von Hafer und Gerste. Die Kraft holte er vom Mühlrad unten am Bachlauf. Das Antriebsrad bewegt über ein langes Seil hoch oben die Mühle. Kraftübertragung natürlich, von einem Rad zum anderen. Aber Robert Winterhalder denkt über das lange Band dazwischen nach. Was hier rund läuft, kann doch auch dort klappen. Mit einem Seil, an dem sich seine Skifahrer und Rodler festhalten. Er zeichnet die Konstruktion fürs Patentamt. Sie wird der Erfolg seines Kurhauses. Was Asthmakranke begeistert, lockt auch Gesunde mit Sinn für Annehmlichkeiten. Allerdings, je mehr Leute am Seil hängen, desto langsamer wird's. Wenn viele loslassen, flitzt es plötzlich rund. Was also tun? Das sind die ganz schlau gemacht, wie die das reguliert haben. Wenn die Seilspannung zu locker war, dann haben sie mehr Wasser gegeben. Das war eine ganz simple Sache. Wasser? Tatsächlich. Der clevere Landwirt und Hotelier hat aus dem Mühlrad einen variablen Motor gemacht. Im Rohr sitzt ein Schieber. Auf, halb auf, zu. Per Kette geben Winterhalders Tempo. Mehr Wasser und das Rad dreht sich schneller. Weniger und der Skilift bremst. Genau, das hat hundertprozentig funktioniert. Das habe ich noch gemacht. Oben hast du an der Kette gezogen und da war so ein Nagel in der Wand, ein Draht. Da hast du gezogen und dann, je nachdem, wie schnell das laufen sollte, hast du mehr oder weniger Wasser gegeben. Ein oberschlächtiges Wasserrad als Motor für den ersten Skilift der Welt. 1907. Dass ihn ein Bauer und Gastwirt erfunden hat, ist den Käufern der ersten Liftkarten herzlich egal. Doch die Fachwelt rümpft neidisch die Nase. Die Errungenschaft aus dem Hochschwarzwald läuft noch heute überall, wo es Wintersport gibt. Der Babylift. Inzwischen mit elektrischem Motor unterscheidet er sich nur in einem Detail von seinem Urvater. Die Bügel, hier mit Tellern, die sich die Kinder unter den Po klemmen, sind im regelmäßigen Abstand fest angeschraubt. Sie laufen oben und unten um die Räder im Kreis mit. Das war bei Robert Winterhalder anders. Aber der riesige Unterschied ist, dass jeder Bügel oben eingehängt wurde. Und wenn alle Skifahrer unten waren, war kein Bügel mehr am Seil. Die wurde nur so eingehängt, wie Skifahrer da waren. Das Einhakprinzip der Bügel ist in der Patentschrift ausgearbeitet. Eine ungewöhnliche Idee, solch ein Skilift, schreiben seinerzeit die Zeitungen. Aber da sie nicht von einem Professor oder Ingenieur stammt, könnte sie nicht ausgereift sein.
Winterhalder lässt sich nicht beirren, reklamiert Patente für mehrere Länder. Er ist überzeugt, das Ding kann die Familie reich machen. Doch es kommt anders. Enkelsohn Klaus Winterhalder weiß heute nicht, was ihn mehr ärgert. Das entgangene Geld oder die abschätzigen Kommentare über seinen Opa, den klugen Erfinder. Seine Schwester betreibt heute das Gasthaus, sein Sohn übernahm die Landwirtschaft. Im Schankraum hängt die größte Auszeichnung von Großvater Robert. Es ist seine große Stunde, Dezember 1909, zur Eröffnung der Winterausstellung in Triberg. Robert Winterhalder hat auf eigene Kosten einen Skilift gebaut. Die Besucher sind begeistert. Dann der Erste Weltkrieg. Für Wintervergnügen hat das Leben keinen Platz mehr. Bald fordert die Kriegsmaschinerie Rohstoffe für Waffen. Auch die Stützen des Triberger Lifts werden zu Kanonen geschmolzen. Robert Winterhalders Vision ist ausgeträumt. Die Berge gehören vorerst wieder den Einheimischen. Bis eine andere technische Errungenschaft in den Nachkriegsjahren den Traum von Weite, Kraft und verschneiten Bergen schürt. Der Film. Arnold Funk aus Freiburg ist promovierter Geologe und handelt mit Teppichen, um Geld für seinen ersten Bergfilm zusammenzubekommen. Der gebürtige Rheinpfälzer zeigt spektakuläre Aufnahmen von kühnen Skifahrern. Eine Sensation. Und der Film ist an die 10 Jahre lang gelaufen. Der hat mindestens 6-8 Millionen Zuschauer gehabt. Mhm. Und da hat nur das Publikum in Städten zum ersten Mal gesehen, Skilaufen. Gleich in höchster Verlendung, denn wir waren die Elite der besten Skiläufer damals. Und eine Schneefotografie, wie man es halt auch noch nicht gesehen hat. Selbst in Amerika begeistert der Film. Schwarze Schablonen richten den Blick der festen Kameralinse auf das Wesentliche. Das Genre des Bergfilms ist geboren. Leni Riefenstahl und Louis Trenker, Stars der 20er Jahre. Zwei Rivalen plus eine Schönheit. Schicksalsträchtiges Kräftemessen im Schnee. Die Leinwand weckt Begierde nach Freiheit, nach Wagemut. Der Berg ruft. Es dauert bis 1934, als in Davos wieder ein Lift gebaut wird. Man behauptet, der erste überhaupt. Winterhalder ist seit 2 Jahren tot. Seine Patente bleiben unbeachtet. Ein Jahrhundert später folgen so viele Skifahrer dem Ruf, dass die Berge bevölkert sind und der Marktführer für Seilbahnen kaum hinterherkommt. Bei Doppelmayr im österreichischen Wohlfurt verlassen mehrere Anlagen pro Monat den Hof. Weniger zur Erschließung neuer Pisten, mehr zum Modernisieren bestehender Trassen. Ein Roboter biegt die Sicherheitsbügel, jetzt vollautomatisch. Die Tochtergesellschaft Gassner im Nachbarort erlebt ebenfalls einen Boom. Sessellifte, beheizt und mit möglichst vielen Plätzen nebeneinander. 8 ist derzeit das technisch mögliche Maximum. Mit Plexiglaskuppel zum Schutz vor Regen. Der kleine Schwarzwälder Schlepplift hat eine ganze Industrie losgetreten. Ja, das kann man absolut so sagen. Also unser Fokus war und liegt immer noch am Berg. Allerdings wird dem klassischen Skifahrergebiet schon lange eine Stagnation vorausgesagt. Also schon seit 20 Jahren ist Gott sei Dank noch nicht eingetroffen. Ich glaube auch nicht, dass es so schnell kommen wird. Ein neuer Markt ist schon da. 8,5 Kilometer Kabinenbahn in Vietnam. Sehenswürdigkeiten im Freiflug. Doch Doppelmayr behält den Schwerpunkt im Wintersport. Hier nimmt die Nachfrage eher noch zu. Die moderne Technologie ist längst eine Mischung aus Skilift und klassischem Seiltransport.
Ganze Regionen leben vom Skitourismus. Milliardenumsätze. Komfort und Sicherheit sind dabei wichtige Aspekte im weltweiten Wettbewerb der Wintersportorte. Da übertrumpfen sich die Ideen. Die Produktvielfalt ist gleich groß wie die Kreativität unserer Kunden. Es gibt Kunden, die wollen eine Saunakabine zum Beispiel in ihrer Anlage haben, damit man während der Fahrt mal einen Saunagang haben kann. Es gibt Kunden, die wollen ihre Seilbahn durch ihren Zoo, und zwar mitten durch das Gehege, geliefert bekommen. Es gibt Kunden, die sagen, okay, meine Gäste sind mitunter zu faul, dass sie sich selber mal umdrehen, also muss die Kabine selber sich mal während einer Fahrt um die eigene Achse drehen. Also hier sind keine Grenzen gesetzt und wir versuchen unser Bestes zu machen, dass man das auch immer ordnungsgemäß in Verkehr bringen kann. All die verrückten Sonderwünsche sind heute leicht umsetzbar. Roboter schweißen präzise Teile. Die Grundidee, wie komme ich den Berg hoch, scheint längst banal. Wobei, hier ist nicht vergessen, wie viel auf die Pionierarbeit aus dem Schwarzwald und anderswo aufbaut. Aber wenn ich das ursprünglich noch nicht gemacht habe, dann ist es natürlich eine Herausforderung, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt die Gravitation überwinden, wie komme ich vom Tal in den Berg und das ohne allzu großen Aufwand. Also das war Pionierleistung pur. Ob Sie es glauben oder nicht, dies im Hintergrund ist der erste Skilift in Zürs und wahrscheinlich der erste funktionierende in ganz Österreich 1936. Eine Sensation. Die Schweiz hat auch schon einen. Das Zürser Hotel Flexen wird zum Stelldichein für höchst betuchte Gäste. Noch ahnt niemand, dass es Jahrzehnte später eines von vielen sein würde. Der erste Skilift fasziniert, weil Menschen plötzlich auffahren können. Er war nicht eben lang, dieser Lift, und schnell war er auch nicht. Sogar ein wenig unbequem muss er gewesen sein, wenn ich mir die Konstruktion da anschaue. Aber es ging aufwärts mit Schwung und das war schließlich das Wichtigste. Hunderte Städter arbeiten sich im Schneepflug runter und balancieren hochkonzentriert über dem Bügel wieder hoch. Liften will auch gelernt sein. Den Doppelbügel nennen die Schweizer in den 30er Jahren liebevoll Sie- und Er-Lift. Gelegentlich kippt er oder sie auch mal raus. Das musste man können, aber dadurch hat man das Skifahren auch schneller gelernt. Und ich denke, es war nicht nur früher spannend, sondern heute auch noch. In den Alpen gibt es 1938 immerhin 20 Schlepplifte. Doch bald reichen sie nicht mehr aus. So, Schlepplifte konnte man nur dort bauen, wo der Fahrgast im Prinzip auch das Gelände befahren konnte. Und das hat sich mit der Entwicklung vom Sessellift gewaltig geändert. Ende der 40er Jahre. Ab jetzt schweben beherzte Alpinisten auf Gartenstühlen, festgeklemmt an einem scheinbar dünnen Seil durch die Luft. Die deutschen Nachbarn bekommen gerade erste Schlepplifte. Im Hochgebirge verändert der neue Lifttypus alles. Der Ausstieg aus dem Sessellift bleibt knifflig. Bügel hoch und schnell raus. Dafür aber kann der Mensch im Sessellift über Schluchten und Klüfte hinwegfahren. Das erschließt die Tiefe des Gebirges. Sowas können bisher nur die wenigen Seilbahnen, die es gibt. Die Verbindung von Lift und Seilbahn eröffnet in den 50er Jahren ganz neue Möglichkeiten. Was sonst einsamen Kraxlern vorbehalten bleibt, wird durch den Sessellift für Skisportler zugänglich. Wieder ist es ein Filmemacher, der den Menschen die Lust auf die Berge steigert. Die 50er Jahre sind angebrochen. Sepp Allgeier ist Kameramann aus Süddeutschland. Seine verwunschenen Perspektiven wecken Sehnsüchte. Blicke, die dank der Skilifte nicht mehr lange unerreichbar bleiben. Sie stoßen vor. Genau, im Prinzip müssen wir als erstes mal eine geeignete Achse finden. Als nächstes fixieren wir die Talstation und auch die Bergstation. Wenn diese zwei Sachen bestimmt sind, machen wir eine sogenannte Trassenbegehung. Das heißt, wir gehen genau das Gelände ab, wo nachher zukünftig die Seilbahn stehen soll,
damit wir uns überlegen können, wo die Stützen richtig aufgestellt werden. Klingt leicht. A unten, B oben. Seil spannen und fertig. Wobei, spannen? Dass ich im Prinzip ein Seil und kein Gummiband probiere zu spannen. Und je nach Spannkraft habe ich gewisse Durchhänge. Und diese Durchhänge zum Optimieren, für das benötige ich halt gewisse Stützen, wo ich halt eine Rollenbatterie habe, dass wir hier einen sanften Übergang in den Berg haben. Jetzt wird klar, wo all die Rollenbatterien landen, die in Wolfurt auf dem Hof liegen. Sie stabilisieren den Seillauf. Aber warum muss es denn überhaupt ein Seil sein? Also es gibt viele Visionszeichnungen, da sehen wir Seilbahnen, die schauen fantastisch aus. Die sind auf einem Seil, das wie ein gerader Stab ist. Das ist es nicht. Das Seil ist ein lebendiges Element, verändert sich auch je nach Temperatur. Damit das Ganze aber natürlich auch gesteuert ist, gibt es sogenannte Spannsysteme. Tatsächlich ist alles beweglich, lebendig, wie er sagt. Jede Verbindung passt sich den Temperaturen und den Lasten an. Am Morgen wird der Spannwagen ziemlich am Ende, also vorne, wie wir sagen. Und wenn wir dann die Kabinen einschieben, was über Nacht im Bahnhof sind, umso mehr Kabinen das drin sind, also der Lastfall erhöht wird, fährt der Spannwagen immer weiter nach vorne, Richtung Berg. Dann wird es länger, weil mehr Kabinen drin sind, weil sonst würde durch den Lastfall das Seil überspannt werden. Und so muss man die Spannung immer angleichen. Die Hydraulik schiebt das Rad automatisch auf die geeignete Spannung. Wären die Seile Stangen, würden sie sofort brechen. Der vieladrige Draht dagegen sieht dünn aus, hält aber bei 6 cm Stärke mehrere hundert Tonnen Zugbelastung aus. In der Unterwelt der Bergstation treibt ein 900 PS Motor die Königswelle an, auf der das Rad das Seil führt. Christian Schrader ist seit 10 Jahren Maschinist hier oben. Er kontrolliert die Systeme laufend auf ihre Sicherheit. Die Gäste steigen in aller Ruhe aus und ein. Die Kabinen bewegen sich hier im Bahnhof ganz langsam. Anders als draußen auf dem Seil. Wie kommt das? Christian Schrader startet seinen täglichen Rundgang und klettert in das Kupplungssystem. Hier laufen die Bahnen fest am Seil raus. Genau, das ist ein Klemmmaul und das klemmt sich richtig aufs Seil auf. Über Federkraft und damit hält die Kabine fest. Gegenüber kommen sie genauso festgeklemmt wieder an. Wenn Christian Schrader diese Schutzkästen öffnet, ist zu erkennen, was hier passiert. Die Kabine kommt mit Tempo an. Jetzt kuppeln sich kleine Räder neben der Seilklemme in eine Schiene und werden von den Gummireifen gebremst. Ich schaue mir an, ob das sauber abläuft, der Vorgang, dass sie gut aufkuppelt und abkuppelt, dass da nicht irgendwo irgendwelche Verschleiß entsteht, großartig. Denn das hier ist eine Kuppelbahn. Die Gondeln werden vom Seil runtergekuppelt und laufen im Bahnhof auf Schienen. Die Klemme wird vom Seil gelöst, sobald die Kunststoffrädchen im festen Schienennetz die Last übernommen haben. Und wieder zurück. Mit der Kuppelbahntechnologie ist es uns gelungen, dass wir genau diese Verbindung in der Station gelöst haben vom Seil. Wir konnten dann oder wir können jetzt die Sesselbahn oder die Kabine verzögern auf eine angenehme Fahrgeschwindigkeit in der Station rundum. Dementsprechend komfortabler ist der Einstieg für die Fahrgäste geworden. Ist der Einstieg abgeschlossen, beschleunigen wir wieder das Ganze, bis die Differenzgeschwindigkeit zu dem Seil nahe Null ist, klemmen dann wieder auf das Seil auf und können dann mit rasanter Fahrt zum Berg hoch. Eine bahnbrechende Weiterentwicklung. Sicherer für Passagiere und praktisch für die Betreiber. Denn die Kabinen können in den Bahnhöfen von einer Linie zur anderen gebracht werden. Hier oben treffen sich gleich 3 Gondelbahnen. Da, eine Weiche sortiert einzelne Kabinen aus. Zu einem anderen Ziel.
Ein technischer Meilenstein mit Nebenwirkung, denn dieses Gleisdreieck verbindet nun Lech, Zürs und St. Anton. Drei Skigebiete. Das gibt auch Kritik. Bei den Touristenmengen lassen sich die Strömungen kaum noch regulieren. Für die Ingenieure ist das Kuppelprinzip aber der Durchbruch zu immer größeren Bahnen. Zur Erinnerung, genau das war's, wofür vor über 100 Jahren sein Opa, Schwarzwaldbauer und Skilifterfinder Robert Winterhalder, von der Fachwelt kritisiert worden ist, dass er seine Liftbügel an- und abklemmte. 1956. Alle wollen plötzlich sein wie er. Toni Seiler, der beste Skiläufer der Welt. Unruhig tänzelnd wie ein Rennpferd, freilich aus anderem Grund. Und dann fährt er los, von Sieg zu Sieg, von Erfolg zu Erfolg. Unser Toni, schnell und schön. Helden tun ihre Wirkung. 8 Millionen Deutsche fahren Ski, viele davon jedes Wochenende auf der Alp und im Schwarzwald. Den Rennidolen gleich, so verheißen die Prospekte, kann der Skifahrer die Piste zwingen, hat er nur erst ein paar neue Bretter unter den Füßen. Schließlich deuten auch die Ski darauf hin, dass man auf sich hält. Die schicken Farb- und Lackkombinationen zeugen von Lebensstandards und modischem Bewusstsein, die fremden Namen vom Flair der großen Skiwelt. Das Toni-Seiler-Fieber erfasst auch die Mitarbeiter der Skifabriken, wie hier in Bayersbronn bei Freudenstadt. 6 Hersteller allein in Baden-Württemberg produzieren in den 50er und 60er Jahren, was das Zeug hält. Erst nur aus Holz, bald auch mit Kunststoffbelag. Eine alteingesessene Firma in Leonberg stellt einige 100.000 Skibindungen pro Jahr her. Unsere Hauptmitbewerber kommen aus Österreich. Sie haben etwa einen Marktanteil von 40%, der allerdings aufgrund der wesentlich aggressiveren Politik der deutschen Skihersteller rückläufig geworden ist. Ach so, die besseren Berge haben zwar die anderen, aber den Skimarkt reißen sich die deutschen Firmen unter den Nagel. Im Gegenzug werden unzählige deutsche Exportgüter mit Mütze und Anorak, den kostenpflichtigen Versand auf die Alpen inklusive. Geübt wird daheim, immerhin mit Flutlicht, wie hier am Hohenstein. Da wedeln viele zum Feierabend an der Schwarzwaldhochstraße in die Nacht. Um dann im alpinen Skizirkus eine Bella Figura zu machen. Frankreich, Schweiz, Italien. Seit der Mensch die rasante Fahrt nicht mehr mit dem mühsamen Aufstieg bezahlen muss, kommen Urlauber in Scharen. Der Krieg liegt gut 2 Jahrzehnte zurück. Das scheint hier oben wie vergessen. Die Bergbauern sorgen mit jedem Skikurs für Muskelkater, Herzlichkeit und Völkerverständigung. Wie viele Skilehrer unterrichten zurzeit hier? Zurzeit unterrichten ungefähr 160 Skilehrer in der Skischule. Und wie viele Skischüler werden im Laufe eines Winters ausgebildet bei Ihnen? Im Laufe eines Winters werden an die 60.000 Schüler ausgebildet. Stemmbogen, Schneepflug und Schussfahrt. Kleine Wettbewerbe bringen Bauer und Generaldirektor, Franzose und Deutschen. Tony May, Australia. Lars Martin, Deutschland. Briten und Australier, Anfänger und Profi zusammen. Abends dann auch mal Mann und Frau. Die Partys der Skischule Rote Teufel machen Kitzbühel legendär. Und Hahnenkamm-Rennfahrer Koller bringt die Gäste zum Kochen. Doch in der
den Jubel mischen sich erste kritische Töne. Gedränge auf dem Spielplatz Europas. Ein Sport wird Massensport. Ein Sport, geliebt von Millionen, zu denen in Europa jedes Jahr neue 500.000 kommen. Sie bevölkern die Berge, in denen das erschlossene Gelände knapp zu werden beginnt, wie Parkplätze in den Städten. Sie müssen hier drehen, nichts mehr, keine Möglichkeit. Sie müssen hier drehen und runterfahren. Schon in den 60er Jahren stoßen die Ortschaften an ihre Grenzen. Die PKWs, bitte hier wind- und wieder talwärts fahren. Es gibt keine Fahrmöglichkeiten mehr. Eine Nation von Skifahrern ist entstanden und zusammengewürfelt aus fast allen Ländern der Erde und sich auf merkwürdige Art gleich in ihrer Sucht, möglichst oft und möglichst schnell die Berge hinauf und wieder herunterzukommen. Dem Sessellift sei Dank. Doch inzwischen stehen im Tal viel zu viele an, um einzeln im Sitz nach oben zu fliegen. Größere Transporter müssen her, um mehr Leute hochzuschaffen. Jetzt investiert jedes Skigebiet in Gondeln. Der Klassiker ist die Einseilpendelbahn. Einfaches Prinzip, Rollen auf Tragseil. Wo im Tragseil von der Pendelbahn die Funktion nur ist, dass das ganze Fahrzeug aufliegt und dieses durch das Zugseil gezogen wird. Das Zugseil rollt die Kabine auf dem Tragseil hin und her. Mehr Leute passen rein, wenn die Seile flexibel und die Kabinen festgeklemmt sind. So pendeln zwei gegeneinander. Ab jetzt werden Bergstationen zu kosmopoliten Treffpunkten. Und die Pisten zu erwachsenen Spielplätzen auf eigene Gefahr. Patrouillen sind ständig unterwegs und wie an der Autobahn gibt es auf der ganzen Strecke Telefone, von denen aus die Zentrale auf dem Weißflurjoch jederzeit angerufen werden kann. Von Saison zu Saison richten sich die Gastgeber immer mehr ein. Auf Touristen, auf Krankenhäuser, Hotels, Skischulen und neue Transportvarianten. Vom weißen Gold ist nun die Rede. Die Orte wetteifern um Besucher, die dann geduldig Schlange stehen. Dorfnamen wie Kitzbühel, Kütahl, Lech oder Davos erwähnt der Weltgewandte mit dem huldvollen Unterton von New York. Es ist 1962 und die neue Zahnradbahn in Davos fasst 140 Personen. Noch huldvoller spricht man in den darauffolgenden Jahren Gstaad aus. Hier hat Gunter Sachs ein Appartement, trifft Brigitte Bardot, Königs- und Fabrikantens, Kunstbeflissene und Hollywood. Julie Andrews, der höchstbezahlte Musicalstar der Welt, versucht sich 1970 am Schlepplift mit Doppelbügel. Souverän eingefädelt, dank guter Begleitung. Denn so mancher Viehzüchter versilbert jetzt seinen pistensicheren Hüftschwung in den Wintermonaten und wird zum Best Buddy für die Reichen und Schönen. Meine prominentesten Schüler waren Prinzessin Soraya, König Hussein, Prinzessin Beatrice, Prinzessin Brigitta von Schweden, Maria Gabriella. Für 1,4 Millionen Schweizer Franken kaufen Richard Burton und Liz Taylor ihr Chalet in Gstaad. Ähnliche Preislage bei Prinz Rainier und Fürstin Grazia Patrizia aus Monaco. Yehudi Menuhin, Axel Springer. Der Jetset der 70er Jahre ist angekommen. Auch Kurt Jürgens und seine Frau Simon haben hier ihren Zweitwohnsitz. Sie haben ihn einer luxemburgischen Großherzogin abgekauft. Ja, anstatt Ski zu laufen, tun wir Schach spielen, weil ich darf ja nicht. Wer hier ist, hat es geschafft. Und wer es schaffen will, muss hierher. Der weiße Rausch vereint Rolls-Royce irgendwie mit Stuttgarter Ski-Express. Was fasziniert denn die Massen so dran, dass sie so auf die Bretter drängen? Ja, das ist der weiße Rausch. Ist das. Dazu kommt sie.
Ich glaube sogar, die Österreicher hier würden diesem sympathischen Mädchen endlich auch eine olympische Medaille gönnen. Februar 1976 rast Rosi zum Gold. Unsere Rosi von der Winkelalm. Bestzeit für Rosi Mittermeier. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt etwas laut werde, meine Damen und Herren. Rosi Deutschland liebt sie, das Ski-Idol. Ob sexy oder mütterlich. Das halten wir noch durch. In den 80er Jahren schwingt die ganze Nation jede Woche mit Goldrosi und Co. die Knie. Das Fernsehen macht sie zur Ikone der Volksgesundheit. Fit für den Skiurlaub. Feldberg oder Alpen? Jetzt, in den 80ern, wird es den ersten zu voll. Skifahren eine Massenbewegung. Mit Pisten wie Autobahnen und Jausen wie Rasthöfen. Die Nobel-Skiorte sind reich geworden, dank der Liftanlagen, die den ganzen Skizirkus erst möglich machen. Aber wie lange geht das noch? Ob Lech, Oberlech, Zürs, alle leben vom Wintersport, direkt oder indirekt. Irgendwas ist hier immer los. Heute ein Trachten-Event. Sehen und gesehen werden. Nicht Masse, sondern Klasse, sagen hier die Verantwortlichen. Bei 14.000 Tageskarten sei Schluss. Nur das sichere die Zukunft. Seilbahnen sind längst ein Millionenbusiness. Teuer im Betrieb, aber auch einträglich an der Kasse. Dieser Mann kennt sich aus. Der Ort ist noch ganz gut belegt, aber das freut mich. Und so ein Wetter natürlich fantastisch. Heute ist ein toller Ferntag. Das heißt, es wird jetzt die obere Schicht langsam weich. Und dann fahren sie alle diesen riesenbreiten Schlägelkopf. Dann wandern sie mit den Temperaturen nach oben. Dann fahrt man im Gelände und alle sind happy. Die haben Spaß, ich habe Spaß, die Kasse hat Spaß. Und der Aufwand wird halbwegs wieder hereingespielt. Michael Mannhardt wird wahlweise Schneepapst oder Liftkönig genannt. Der Österreicher hat in Stuttgart studiert, sein Vater in Ludwigshafen und sein Großvater in Mannheim gearbeitet. Alle drei Generationen zog es jeweils irgendwann heim, in die Berge, der Seilbahnen wegen. Die Umstände seines Großvaters, Skiass Sepp Bildstein, waren dabei sehr besonders. Mein Großvater war eigentlich Autokonstrukteur. Der hat die ersten Lifte gebaut hier am Arlberg. In den Jahren 1937 bis 40, dann entdecken Hitlers Schergen, wie viel Zukunft in dieser Technologie steckt. Die wurden dann von den Nazis enteignet und er hat einen Prozess geführt und hat den gewonnen. Die Lifte wurden wieder zurückgegeben an die privaten Besitzer. Das war damals ganz schön kühn, da einen Prozess führen. Gegen die sogenannte GAU AG, GAU Tirol Vorarlberg, gab es einen GAU-Leiter, der meinte, die Lifte sind so von öffentlichem Interesse, die muss er kassieren. Wenn der Skilift von den Nazis verstaatlicht würde, nähme die Geschichte dieser technischen Errungenschaft einen völlig anderen Verlauf. Der mutigen Gegenwehr Sepp Bildsteins folgt der Kriegsausbruch. Da war mein Großvater dann, das Werk in Mannheim war zerbombt. Und er hat dann beschlossen, dass er Seilbahner als Hauptberuf nimmt und war dann Geschäftsführer in Zürs und Lech. Wem gehören die Berge? Wie viel Massentourismus halten sie aus? Was wäre aus den Orten hier geworden ohne den Skilift? Betreiber sind Einheimische wie Michael Mannhardt. Er ist Manager, Landwirt, ein bisschen Biologe und kennt jeden Stein, jeden Lichteinfall und jeden Wetterverlauf. Da oben sehen Sie, von was wir reden im praktischen Betrieb. Lawine im Südhang da oben. Die vielen Gäste stürzen sich auf Pisten, Gondeln ins Nachtleben. Einheimische haben einen anderen Blick. Das Strombrett da unter dem Kriegerhorn. Und links sind noch Lawinenmeiler, die eventuell abgehen könnten, aber nicht werden, weil wir mit unseren Rindviechern wir haben schottische Hochlandrinder, diesen Hang beweidet haben. Die Festigkeit der Pisten ist ein großes Thema heutzutage. Seine Hochlandrinder fressen im Sommer das Gras so gesund, dass es für den Winter fest im Boden wurzelt und dem Schnee Halt bietet. Die Schneeschicht muss hoch genug sein, um die Grasnarbe zu schützen.
Michael Mannhardt weiß, dass mit dem Klimawandel Skilaufen zur Debatte steht. 6 Millionen Euro stecken sie hier jährlich in künstliche Beschneiung. Für ihn mehr als ein Steckenpferd. Hinten in der Werkstatt zeigt er seine Erfindung. Das ist der berühmte Schneekanonenprüfstand. Wir messen alles, den habe ich mit Siemens entwickelt. Und eine handliche Kanone, fernsteuerbar. Das ist meine kleine Schneekanone. Das ist das sogenannte Albergjet. Druckluft und Wasser. Und vorn raus kommt Schnee. Und die haben wir inzwischen vollautomatisiert. Das heißt, die können wir vom Tal aus starten. Solche Anlagen helfen, die Piste so zu präparieren, dass sie mit der ausgereiften Seilbahntechnologie mithalten kann. Je mehr Skifahrer, desto mehr Zusatzschnee. Naturschützer kritisieren den Eingriff in die Natur. Den Wasserverbrauch und das Mehr an Strom. Die österreichischen Schneimeister setzen aber auf Schneekanonen, um die Vegetation zu schützen. Ohne die geht heute gar nichts. Weil, was die Grünen einfach nicht kapieren wollen, Skilaufen Schnee verbraucht. Verbraucht. Durch das ständige Umwälzen, Verdunsten wird der Schnee immer weniger. In den letzten Tagen über den Föhn rasant. Also Mitte Mai werden wir keinen Schnee mehr haben. Aber die Saison endet am 22. Das ist der Sonntag. Das Vergnügen im Schnee ist durch immer ausgefeiltere Skilifte Millionen Menschen zugänglich. Seit Jahrzehnten leben die Skigebiete inzwischen mit der Diskussion, ob und wie sich der Sport mit der Natur der Berge verträgt. Michael Mannhardt ist auf Verteidigungskurs. Die haben keine Ahnung. Die deutschen Medien verzapfen Blödsinn jede Menge. Beschneiung sei schädlich für die Vegetation zum Beispiel. Völliger Quatsch. Man muss nur hergehen und schauen. Dann schaut man sich die Blumenwiesen an, einfach anschauen. Ja, die hole ich dann hier und dann und sage, und jetzt, was ist los? Starker Tobak. Die Industrialisierung der Bergwelt bleibt umstritten. Fast 23.000 Skilifte gibt es auf der Welt. Als echte Gefahr für den Wintersport wird der globale Klimawandel gesehen. Warum stapeln sich in Michael Mannhardts Büro trotzdem Modernisierungspläne? Er vertraut auf 100 Jahre Wetteraufzeichnungen. Im Moment sind die Sommer viel wärmer als früher. Also die Sommer sind deutlich wärmer. Aber die Winter sind konstant kalt. Im Schnitt. Trotzdem. Für die Zukunft des Wintersports, es gibt viele Fragezeichen. Die Skilifttechnik entwickelt sich davon unabhängig weiter. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die 5400 Skigebiete der Welt. Mehr Komfort, mehr Fahrten für noch mehr Leute sind das Ziel. Das ist jetzt für einen 6er-Sessel, also der 8er, den stehen wir verschont um. Darum geht's. Wenn ein 10er Sessel kommt, wenn wir die Halle höher bauen. Der 10er Sessel ist ein Blick in die Zukunft. Die Geschichte des Skilifts nimmt nämlich gerade eine Wendung. Seine Technologie könnte anderswo eingesetzt tatsächlich zum Retter werden. In La Paz, Istanbul, Singapur und anderen Metropolen. Da schwebt er bereits über verstopfte Straßen als neues, schonendes Verkehrsmittel.